So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben was entdeckt und zwar neue 4-Bro-Sorten, der 4-Bro-Eistee, wer das nicht kennt, jeder hat seine eigene Eisteesorte, da gibt's den Capital Bra-Tee, da gibt's den von der komischen Frau den Dirty, dann gibt's den Hanftee, dann gibt's diesen von dem anderen, also ich habe keine Ahnung, mir geht das alles auf den Sack, jeder macht seinen Tee, aber einen Tee feiere ich und das ist 4-Bro. Ich feiere das ganze Konzept. 4-Bro, dieses Goldige, diese Bro-Faust, diese Bro-Punkte, diese Bro-Belohnungen. 4-Bro, nein, das ist nicht gesponsert. Ich mag das einfach. Bevor ich irgendwas kaufe von irgendwem, kaufe ich lieber 4-Bro. So einfach ist es. Meine Lieblingssorte von 4-Bro bisher ist immer Honigmelone. Ich kann mit Melone nirgendwo was anfangen, weil Melone, eigentlich Wassermelone, schmeckt ja eigentlich nur nach nix. Und jeder, der Wassermelone nachmacht im Eistee, schmeckt das einfach nur nach Chemie. Honigmelone bei 4-Bro, ich kenne niemanden, der Honigmelone gemacht hat, aber Honigmelone bei 4-Bro hat einfach einen richtig tollen, natürlichen Honigmelonengeschmack. Jetzt haben wir hier aber drei Sorten gefunden, und zwar 4-Bro Eistee mit Ipanema. Ich habe keine Ahnung, was Ipanema ist. Da steht mit Ipanema-Geschmack. Wenn ihr wisst, was Ipanema ist, schreibt es mal rein. Den wollen wir probieren. Dann haben wir 4-Bro Ice Tea mit Drachenfruchtgeschmack, aber als Bubatz Edition. Also keine Ahnung, was da schon wieder abgeht. Drachenfrucht Bubatz. Hier ist ja nirgendwo hier ist ja kein Pinguin drauf. Aber die Bubatz Edition besagt, dass da ein Pinguin drauf ist mit Drachenfrucht. Drachenfrucht? Weiß ich auch gerade gar nicht, wie Drachenfrucht überhaupt schmeckt. Aber egal, denn wir haben noch eine dritte Sorte und das ist die Sonne, ist schwarz. Auch 4-Bro Juice Bubatz Edition mit Maracuja-Apfel-Vanille. Und das ist komplett übertrieben, oder? Nicht nur, dass ihr normale Eisteesorten habt von 4-Bro und dass ihr Bubatz Editions habt mit normaler Sorte, dann habt ihr die Bubatz Edition in der Juice-Variante mit drei verschiedenen Sorten Maracuja-Apfel-Vanille-Geschmack. Das klingt so brutal und so übertrieben. Wir halten die jetzt mal hier rein, zeigen euch 4-Bro. Ich hoffe, das geht klar. So fürs Thumbnail, man soll ja eigentlich die Packungen gut sehen. Ansonsten scheißt auf alles, das ist die Bubatz Edition. Wir fangen aber an mit 4-Bro Eistee Ipanema. Ich habe mir dazu wieder dieses Ice Scorpions Glas genommen zum Testen. Wir machen den Ipanema auf. Ich habe das alles nicht getrunken bisher. Das ist wirklich jetzt das allererste Mal. Füllen uns hier mal den Ipanema ein, der schön durchsichtig daherkommt. Trinken einmal Ipanema. Haben eine recht süßliche Note. Schmeckt wie ganz klarer Saft. Eigentlich schmeckt es eher wässrig, aber Saft süßlich und ein bisschen minzig. Hat ein ganz kleines bisschen irgendwas von Mojito. Mojito mit Minze so. Kann ich nicht zuordnen. Keine Ahnung, was das genau ist. Hier steht Erfrischungsgetränk mit Weißtee-Extrakt und Ipanema-Geschmack. Bla 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 bla. Mehr steht da auch nicht. Weißtee Ipanema. Weißtee Ipanema. Denkt einfach, das ist Mojito, aber es steht nicht Mojito drauf. Dann wisst ihr ungefähr, was das ist. Kommen wir zu Drachenfrucht. Die Drachenfrucht Edition mit Bubatz, mit Pinguin. Machen den also auf. Schütten den einmal rein. Der ist jetzt schön zart rosa, wenn wir uns den angucken. Guckt euch dieses schöne rosane Gläschen an. Hauen den auch gleich wieder zu. Erfrischungsgetränk mit Früchte-Tee-Extrakt und Drachenfrucht-Holunder-Blütengeschmack. Also Drachenfrucht und Holunderblüte, Früchtetee-Extrakt, Weißtee, Früchtetee. Muss sagen, Drachenfrucht, Bubatz, schmeckt mir direkt besser als dieser
obwohl der vegan ist, weil das mich so an Mojito erinnert und mir dieses bisschen Minzige ist nicht ganz so mein Geschmack. Ansonsten, gekühlt kannst du das klar trinken. Das schmeckt aber besser und ist auch nicht zu süß. Ne? Mit Holunderblüten und Drachenfrucht. Jetzt bin ich gespannt, was der nächste kann. Ich habe gedacht, da ist wirklich nur eins drin, aber da sind trotzdem zwei verschiedene Sachen drin. Bubatz, Juice, Maracuja, Apfel, Vanille, Apfel. Ich liebe Apfel. Apfel ist mein Lieblings. Wenn es immer Milkshakes gibt, Apfel, Milkshake muss immer her. Beim Bubble Tea und sonst was. Vanille, alles was du mit Vanille kombinierst, ist eh genial. Erdbeervanille, Cola-Vanille, Kirschvanille, sonst was. Maracuja mag ich eigentlich auch. Maracuja-Limo. Oh, das sieht richtig trüb aus. Richtig trüb. Das sieht nicht aus wie Eistee. Das sieht richtig aus wie abgestandener O-Saft. Hauen wir uns einfach rein. Auch vegan natürlich. Alle drei sind vegan. Du merkst ganz explizit die Vanillenote. Das Vanille ist an vorderster Stelle, das Vanille, das kommt voll durch. Ich muss gerade nochmal probieren. Ich muss nochmal auf Maracuja und Apfel mich fixieren, ob ich die jetzt schmecke. Maracuja. Ich weiß nicht, du hast... Das Vanille ist so überragend, überwiegend, aber wird durch was Fruchtiges abgerundet gleichzeitig, dass das auf jeden Fall einen richtig guten Geschmack hat. Maracuja-Apfel-Erfrischungsgetränk mit Vanillegeschmack. Da steht nichts von Tee. Hier hast du Weißtee gehabt, bei dem anderen Früchtetee. Und hier steht einfach nur Erfrischungsgetränk. Das hat also nicht mal was mit Tee zu tun. Aber deswegen steht ja hier wahrscheinlich auch Juice. Weil das kein 4-Bro-Tee ist, sondern das ist 4-Bro-Saft. Vanille, Apfelsaft mit Maracuja. Auf jeden Fall richtig geniale Kombination. Und wir wollen uns jetzt auch noch eine Kombination machen zum Schluss. Wir werden nämlich jetzt wieder alle drei zusammen probieren. Erstmal der, der nicht so toll war, den man trotzdem aber trinken kann. Schütten den einmal unten rein, ja. Ihr seht auch nochmal, wie der ausschaut. Das ist der hier normal, diese Mojito Edition, wenn man es so nennen möchte. Drachenfrucht, der ein bisschen besser geschmeckt hat, auch mit Holunderblüte dran. Jetzt hier eine rosane Note mit reingibt. Jetzt sieht es aus wie diese Rosenlimonade, die es mal gab, die einfach nach Rosenblüten geschmeckt hat. Guckt euch das an. Das ist bis jetzt das Produkt. Und jetzt kommt diese gelbe Pissfarbe dazu. Aber nicht, dass es Eistee ist, sondern es ist halt einfach ein Erfrischungsgetränk, beziehungsweise es ist Saft. So, und jetzt haben wir uns das noch aufgefüllt und haben ein richtig oranges Getränk. Guckt euch diese Farbe an von diesem Getränk. Was ist das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Auf die Dicke, ne? MC Ramses. Das werden wir alles zu dritt jetzt probieren und mal gucken, ob es wieder am besten schmeckt, wie alles, was man kombiniert, oder ob das der größte Fehler war, den man machen konnte. Ansonsten Grüße an Pupsi. Liebe geht raus. Danke, dass du immer ein wachsames Auge hast. Das hat mir Pupsi nämlich mitgebracht. Die hat das gesehen, hat gesagt, guck mal, neue Sorten. Hat das gleich mitgebracht. Grüße auch an Jojo, wenn er das sieht. Der ist auch so ein richtiger 4-Bro-Fanatiker. Meine Lieblingssorte, glaube ich, immer noch Honigmelone, weil es sie auch immer gibt. Aber der schwarze hier, dieser Saft, ist auf jeden Fall auch richtig cool. Mir gefällt auch das Design, mir gefällt dieser Pinguin und mir gefällt diese Artenvielfalt eben mit Apfel, Maracuja und Vanille. Das war's, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das ist das Gute. Es hat keine Kohlensäure. Es hat keine Kohlensäure. Du musst nicht rülpsen. Es ist nicht eklig. Es ist auch nicht so süß. Es hat auch insgesamt kombiniert richtig gut geschmeckt, richtig gut gemundet. Der ganze Schrank ist voll. Kauft euch 4-Bro, unterstützt 4-Bro, ne? Ich feier 4-Bro. Das war's. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.